Dienstag lief für die Österreicher voll nach Plan. Und somit sind 5 Österreicher in Runde 2. Andreas Heider-Maurer, Dominik Thiem, Alexander Peyer und Andreas Seppi ließen ihren Gegnern kaum eine Chance. Wenig Mühen in seinem Erstrundenspiel hatte auch Daniel Köhlerer. Trotz zweier Regenpausen brachte er sein Spiel souverän durch und zog ins Achtelfinale ein. Halbzeit beim Austrian Open 2010. Zeit einmal eine Zwischenbilanz zu ziehen. Herbert, wie zufrieden seid ihr denn bis jetzt mit dem Turnier? Also wir waren sehr nervös, Petra, bis zu Beginn des Turniers. Und jetzt, wo es läuft, sind wir sehr zufrieden. Also die Zuschauer sind da, sind sehr motiviert. Es ist eine gute Stimmung hier. Also von dem her sind wir sehr zufrieden. Gestartet hat ja alles am Samstag mit dem Ländercup. War das ein würdiger Start für dieses Turnier? Es war ein sehr würdiger Start. Es war ein sehr große Tennisprominenz anwesend, leider ohne Präsenz von Boris Becker, aber der ist mindestens angereist, hat seine Pressekonferenz abgegeben. Jeder hat sehen können, dass ihm wirklich was passiert ist. Und es hat aber nicht gefehlt an Emotionen, es war ein toller Kampf und die Gäste waren zufrieden. Und das Allerwichtigste ist ja, Österreich hat endlich einmal diesen Länderkampf auch gewinnen können. Mit 3-0, das ist historisch, das geht in den Annalen der Geschichte, ja, sehr geil. Das muss man erst nächstes Jahr wieder nachmachen können. Ja, das ist richtig, ja. Weitergegangen ist dann mit Qualifikationsspielen und natürlich auch mit einem großen Rahmenprogramm rundherum. Gestern stand ja der Kids Day auf dem Programm. Was war denn da alles geboten? Also auf diesen Kids Day sind wir sehr stolz. Das ist ja eine Kooperation mit der Firma Albus aus Salzburg. Der Herr Erich Schapphüttl unterstützt uns hier immens mit dieser Veranstaltung und ist genau das, was wir hier kommunizieren wollen. Wir wollen, dass die Jugend wieder Spitzensport hautnah erlebt. Und die Stimmung war sensationell gestern. Die Kinder waren so zufrieden. Der Markus Hipfel mit seiner Tennis Academy hat die Kinder unterhalten, ein bisschen Schnuppertennis gegeben. Die haben klettern dürfen, die haben Spitzentennis schauen können. War sensationell. Gestern waren also die Kinder an der Reihe, heute sind die Familien dran. Family Day, was bedeutet das? Ja, Family Day ist ein Tag, wo wirklich vergünstigte Preise für Familien, dass die ganze Familie herkommen kann. Und ja, ganz im Sinne der lokalen Bevölkerung, auch die Prominenz, die zahlreich angereist ist an dem Länderkampf und viele angesagt sind für diese Woche. Das ist eine gute Kombination, die genau zu Kitzbühel passt. Lasst euch also einiges einfallen. Es geht genauso so individuell auch weiter. Was sind denn die nächsten Highlights in dieser Tenniswoche? Also wir haben noch am Donnerstag den Ladies Day, wo jede Dame, die zum Turnier kommt, bekommt ein kleines Willkommensgeschenk und einen Sekt von Henkel bzw. Geschenke von der Firma Douglas. Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es Finalpakete, wo man beide Tage oder 3 Tage buchen kann. Also es sind viele Pakete, die sehr flexibel sind. Wir wollen, dass das wieder gern angenommen wird. Und das Allerwichtigste für uns ist, dass die Sportstätte voll ist und dass Emotionen hervorkommen. Genau, Herbert, jetzt haben wir genügend gesprochen über das Rahmenprogramm. Kommen wir zurück zum Wichtigsten, kommen wir zurück zum Sport. Ja. Momentan verfolgen wir ein Match zwischen Thomas Muster und Dustin Brown. Wie wird das ausgehen? Also wir haben jetzt 2 Sätze gesehen, zwei Spiele gesehen. Muster führt 3-2. Es ist ein guter Beginn. Also ich hoffe, alles Gute für Muster, für Thomas, dass er hier einen sensationellen Comeback feiern kann. Wie viel traust du ihm denn in diesem Austrian Open 2010 zu? Herr Petri war in München, also ich weiß persönlich nicht, aber unser Team war in München, hat ihm beim Training zugeschaut und gefilmt und man hat gesehen, dass er topfit ist, dass er die Sache extrem ernst nimmt. Vor allem 2-3 Wochen vor dem Turnier hat er Bälle von unserem Turnier gefordert. Wir haben ihm eine Kiste hingeschickt und das zeigt, er nimmt es wirklich ernst. Also die Bälle sind nicht am Markt erhältlich und er wollte mit diesen Bällen trainieren. Das ist ein gutes Zeichen. Er nimmt es ernst. Bei diesem Challenger-Turnier sind ja die Jungen Tennisstars ganz groß. Wer sind denn da die größten Namen, die bekanntesten oder die größten Talente, die es hier zu sehen gibt? Ja, wir sind sehr froh, sind wir natürlich auf die Teilnahme, dem wir eine Wildcard gegeben haben. Dominic Thiem, das ist Nummer 12 der Welt, U18. Das ist sein erstes Herrenturnier und die erste Runde hat er souverän überstanden. Das ist eigentlich die größte Sensation des Turniers. Wir hoffen ihm alles Gute, wünschen ihm alles Gute, dass er weiterkommt. Und vielleicht in Zukunft, in 2, 3, 4 Jahren, eine neue Thomas Muster-Nachfolge. Das ist genau, was wir brauchen beim Tennissport, ein paar Lokal-Heroes, die dann die Bevölkerung mitnehmen. Man muss es vielleicht dazu sagen, er ist ja erst 16 Jahre alt, also wirklich einer der allerjüngsten hier bei diesem Turnier. Ja.
Ein extremes Selbstvertrauen hat der Junge schon mit 16, eine gute Präsenz am Platz, die Gäste gehen mit und das ist das Allerwichtigste. Tennis ist sehr oft durch fehlende Persönlichkeiten ein bisschen im Hintertreffen geraten, aber man merkt, dass es wieder ein Aufbruch da ist. Auch 4 Österreicher, die weitergekommen sind in der ersten Runde, das ist das Allerbeste, was uns passieren hätte können beim Turnier. Leider verlief der Mittwoch für die Österreicher dann nicht mehr so gut. Thomas Muster unterlag erwartungsgemäß der Nummer 99 der Weltrangliste, den Jamaikaner Dustin Brown, obwohl dieser selbst mit seiner Spielweise haderte, mit 4:6 und 4:6. Auch Österreichs Nachwuchshoffnung, der 16-jährige Dominic Thiem, ging gegen Viktor Krivoj mit 2:6 und 4:6 unter. Und auch der Österreicher Alexander Peyer, der zwar spielerisch überzeugte, dessen Ausscheiden gegen den Australier Peter Luzak mit 7:5, 5:7 und 5:7 rein an den Nerven scheiterte.